Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Undead Legacy. Und zwar im Endspiel von Undead Legacy. Und warum das so ist und was das bedeutet, da kommen wir nachher nochmal dazu. Es ist der Tag des Blutmondes an Tag 35 wieder dabei und nicht nur dabei, sondern heute die einzigen Hauptdarsteller, die Sunshine und der Harzer. Ich grüße euch recht herzlich, schön, dass ihr dabei seid. Ja, hallo, ich grüße euch auch. Wunderbar. Ja, dann, ich denke mal, die Vorbereitungen zum Blutmond sind jetzt soweit abgeschlossen, aber jetzt sind wahrscheinlich auch die Zuschauer genauso wie ich persönlich gespannt darauf, diese Dinge, die wir in der letzten Folge nur im Hörspiel hatten, jetzt vielleicht auch mal persönlich zu sehen, nämlich die wunderfantastischen Blutmond-Turm-Verbesserungen MK4, die ihr da noch dran gebaut habt. Ja, vier Kerzen und das war's auch. Ja, Spoiler! Nein, es wurde ja schon erzählt, das letzte. Genau, jetzt müssen wir das Endspiel abbrechen. Ich bin persönlich sehr gespannt, ob und wie sich der Blutmond von denen in der regulären Version unterscheiden wird. Und ob es wirklich ein so kurzer Blutmond wird, weil die Nacht ja hier relativ zeitig endet. Ja, Himmel ist schon blutig gefärbt, so ein bisschen. Ja. Ja, Wochen und Monate lang auf diesen Moment hingearbeitet. So, müssen wir nochmal Harz nachfüllen? Ja, guck mal. Harz nachfüllen? Ja. Das sind jetzt diese Kerzentische, ne? Bin mal gespannt, wie die dann so rüberkommen, wenn es ganz dunkel ist. Ein bisschen Licht scheinen sie ja zu machen, ohne noch zusätzlich Zombies anzuziehen, zumindest nach deren Beschreibung. Okay, und das hier ist die sagenumwobene Schutzwand an der Leiter. Ja. Dass man hier nicht, da kann man höchstens noch am oberen Stück zwischen der Wand und dem Gitter durchgleiten. Da muss man sich aber schon sehr Mühe geben, glaube ich, um das irgendwie hinzubekommen. Ja, eingoogeln. Klaus geht ja auch nicht. Warum denn? Warum denn eingoogeln? Bist du oben? Weil, sonst kommst du ja nicht dazu. Also dazwischen kommt Bastian nicht. Ich kann es ja leider nicht bis hoch bauen wegen der Blockdynamik hier. Weil da leere Block unten. Was? Und jetzt? Hä? Wer hat die Leiter weggenommen? Also ich war es nicht. War denn das? Hä? Also hast du die Leiter weggenommen? Natürlich. Achso. Ich dachte, ja. Oh, was, wenn... Eigentlich bräuchten wir hier noch eine Klappe. Naja, gut. Muss man eben gucken, dass man... Jetzt habe ich das Ding auch weggenommen. Ich nehme alles weg. Ist das okay? Oder mach's zu oder so. Oder ach, keine Ahnung. Ja, dann müssen wir die Leiter aber wegnehmen. Warte mal. Und dann müssen wir da noch was hinklöppeln, damit ich nicht runterfalle. Ich falle in das Loch, ich schwöre, ich falle in das Loch. Was? Turn da nicht rum. Ich mache einfach so. Oh, eine Seitenwand fehlt. Die habe ich aufgenommen. Nein! No! Jetzt sag doch nicht nein, das war nicht mit Absicht. Ich habe mich vergriffen. Oh, bitte tu das nicht, ich habe doch Höhenangst. Wer hat sich hier an wem vergriffen? Ich springe hier drauf rum und du hast Höhenangst. Ja. Oh, das sieht auch schön aus. Guck mal hier. Ja, das sieht wirklich schön aus. Wie nennt sich das? Co-induzierte Angststörung? Wenn man Angst für jemand anderen hat? Keine Ahnung, habe ich gerade erfunden. Gibt es das? Hat erfunden. Stimmt. Irgendwelche Sachen gibt es. Oh, das sieht echt hübsch aus. Ne? Meine Pfeilspitze sieht aus, als ob die von alleine leuchtet. Ja. Sieht aus, als hättest du einen Zauberstab in den Bogen gespannt, statt einen Pfeil. Ja. Ja, das Leviosa, Wingardium Leviosa. Wingardium. Ja! So! Und gleich schwingt sich der Harzer, der in Wirklichkeit eine Hexe ist, auf ihren Besen. Kannst du ein ganz kleines Stück zurückgehen, bitte? Danke. In der äußerste Ecke. Nein, so weit musst du gar nicht gehen. Ich will nur was. Ach, nee, ich mal einen Block, ich würde das mal wieder hinbauen da. Nein, ich. Ach. Du bist doch gerade dabei. Das ist prima. Jawohl. Ich versuch's zumindest. Viva la Blutmondnacht. Ja. Sieht auch schick aus hier.
Mit den Kerzen so, ne? Unter Wand. Guck mal. Dann auch so. Die Ziegelsteinoptik, ne? Jetzt an der Seite im Kerzenlicht sehen sie allerdings realistisch aus, aber oben. Kann ich vorne nicht zumachen. Nee, das war falsch. Ich muss nochmal andersrum. Andersrum. Dann hier. Mach nochmal meine Dings ausblenden. Ja, ist schön, ne? Aufnehmen. Also mit dem Licht auf jeden Fall, aber kein Vergleich mit der Textur hier oben auf dem Dach, wenn da kein Kerzenlicht drauf scheint. Mach jetzt einfach so. Also wir brauchen einfach überall Kerzen. Wir brauchen eine RTX-Version von Seven Days. Gibt es hier von allen, auch von alten Spielen, Quake 1 und so. Oh! Wo bleibt der Donner? Ist das jetzt richtig rum? Hauptsache ist zu. Und dann kann ich da keins mehr dran machen. Was machst du denn? Ich krieg da jetzt da vorne keins mehr dran. Ich könnte was versuchen. Ja, versuch du. Ich kann nicht. Ich brauche Rahmenformen. Wie viel brauchst du? Mindestens zwei. Rahmen, da bekomme ich Hunger. Zwei? Habe ich dir zwei gegeben? Ja. Ja. Sieht es schon fein. Ich schaue mir den Sonnenuntergang an. Da müsste ich kurz runter. Lässt du mich wieder hoch? Nein. Okay. Natürlich, frag doch nicht. Ich bin doch schon unten. Guck mal. Wie soll ich dich jetzt hochlassen? Ich bräuchte noch ein paar Rahmenformen. Nein. Ach, das ist ja doof. Das hab ich mir fast gedacht. Und jetzt falle ich auch runter, dann stehen wir beide unten. Oh. Ein Rahmen vorn. Ja, du hast doch noch die Dinger an der Seite, nimm halt die Schutzwände weg. Ja, ich wollte ja das nicht. Ja, ich schmeiß dir einen Sack runter. Ja, warte mal, ich will eine Schutzwand genau. Wieder auf. Ich werf dir einen Sack runter und jetzt mach, dass du Lanz gewinnst, du Schnorrer. Nein. Nein. Da werden mir ja Sachen in den Mund gelegt. So geht das nicht. Ich hab das eh grad nicht verstanden. Das wie manchmal bei den Spielen. Ich hab's bei Hogwarts Legacy gesehen, ich hab's bei Cyberpunk, ich hab's bei anderen Spielen gesehen. Da wählst du eine Sprachoption aus, weil du denkst, na, das passt am ehesten. Dann sagt er aber was ganz anderes irgendwie. Du denkst, das hast du jetzt aber so nicht gedacht. Ja. Ah, guck mal. Wie doch der. Sehr schön. So. Einfach einen Holzklopf drauflegen. Das ist am einfachsten. Aber dann haben wir immer so eine Wand, die uns stört. Du kannst ja einen Holzdeckel drauf machen. Ich meine, den kannst du ja bauen. Warte mal, ja. Kindergitter. Hoch. Tada! Ui. Sehr schön, sehr schön. Willst du deine vier wieder zurückhaben? Nein. Ja? Ich schenke sie dir. Oh, danke schön. Bitteschön. Ach ja. Schön, ja? So, wo sind die Zombies? Herkommen! Hoppi, hoppi. Keiner da. Drücke euch und uns die Daumen. Wird schon schief gehen. Es dauert ja wahrscheinlich nicht bis 5 Uhr früh. Vielleicht aber doch. Wir wissen es nicht. Die Devise heißt Überleben. Vielleicht haben die Zombies ja guten Loot dabei, wer weiß. Wir warten ja immer noch auf den gekochten Maiskolben. Ja. Das ist so eine Sache, ne? Das wäre so ein Ding, ne? Wenn da so nach 55 Folgen ausgerechnet ein Blutmond dafür sorgen würde, dass man das Objekt seiner Begierde bekommt. Wir werden es erleben. Dem Harzer juckt schon der Abzugsfinger. Es wird immer roter, röter. Genau, ja gut. Mal sehen, ob ihm dann gleich, wenn es soweit ist, der Abzugsfinger noch genauso juckt. Im fahlen roten Mondlicht
harren wir der Zombie-Horden, die uns hier möglicherweise gleich in der Blutmondnacht an Tag 35 in Undead Legacy erwarten werden. Was erwartet ihr denn so, Sunshine und Harzer? Bin gespannt auf jeden Fall, wie es ist. Ich denke, es wird nicht so dolle. Also es wird jetzt nicht, wir werden nicht überrannt, aber mal schauen. Wir wissen es nicht. Und wen möchtest du überrennen, Harzer? Harzer nicht? Ja, Mensch, ich habe gerade so überlegt, dass ich auch nicht antworten konnte. So gegrübelt. Wenn ich überrennen möchte, na die Zombies, die auch da kommen. Mal gucken, was da kommt. Hoffen wir mal, dass was kommt, hä? Oder die Bäume. Das sieht aber schon wirklich gut aus, hä? Ja. Sieht schön aus. Wird jetzt nicht mal so, wenn ich nach ranzoome. Kann ja, viel mehr kann man gar nicht sagen, ne? So entspannungsvoller ja. Erwartung dessen, was da kommt. Mal gucken, wie lang es auch wirklich dauert, ob es wirklich mit der eingestellten Nacht dann zu Ende ist. Denke mal. Nervös wie beim ersten Mal, ne? Es ist ja auch das erste Mal in Undead Legacy. Mhm. Ja. Gut, ich übergebe das Ruder, die Blutmondnacht und die komplette Kommentierung für den gesamten Blutmond an euch beide. Wünsche viel Erfolg, Hals- und Beinbruch. Und ja, seht mir zu, dass er wieder heil rauskommt aus der Geschichte. Ach, Festkontrolle. Bitte warten. Wie weit sehen Sie? So. Mähdrescher, Harzer und Sunshine, einsatzbereit. Los geht's. Ja. Der Dachs schweigt. Jetzt wird's lustig. Oh, da hat jemand Licht angemacht. Siehst du da hinten? Das leuchtet so rot. Ach, da kommt schon einer, der Bob, der Baumeister. Und dann noch jemand. Jetzt habe ich tatsächlich Baumeister statt Bauarbeiter gelesen. Oh. Ich bin aufgeregt. Ach, scheiße, ich muss ja nachladen. Oh fuck. Ach ja, wir haben immer noch unser Stachel. Aber wenn du da durchschießt, musst du aufpassen, nicht, dass die Gitter kaputt gehen. Nee, die gehen nicht kaputt. Also normalerweise nicht. Oh, hier Drillinge. Oh. Hey! Oh, ich werde angebrochen. Dicke Polizist. Pass auf, da. Oh, da hat was fallen lassen. Oh, das die sieht aber spannend aus, wie ein kleines UFO, was der da hat fallen lassen, hä? Ja, das kann ich nicht. Aber es ist auch nicht blau umrandet, ich glaube, das war sonst auch nicht weiß. Bestimmt was ganz Spezielles. Die läuft gegen die Wand, die Belichtung. Mit den einen fertig, da kommt schon wieder der nächsten. Ja. Oh, die Stacheln sind schon. Die sind schon weg hier. Ja, wir ja. Hätten einen. Oh, was hier los? Oh, ich hatte getroffen. Von dem Kopf? Ja. Hier ist wieder so einer. Spiel mit meinen Pfeilen. Huch. Autschi! Schon wieder was fallen lassen. Mann! Jetzt ist aber Schluck nicht lustig. Pass auf, du stehst in der Kotze drin. Ach,
explodiert. Hahaha. Der Depp. Oh ja. Oh, ich hab's voll getroffen, ihr habt jetzt ja. Auf der Aufnahme. Bindet euch mal. Was? Verbindet euch mal. Verbindung wird hergestellt. So. Oh. Ey, da kommt immer der selber aus der Ecke. Pass auf. Oh. Da bin ich schon, ja. Ah. Rot und Munition ist fast alle. Ja, bei mir auch. Ich hab noch ein bisschen. Lustig, wie du die Pistole hältst. Wie du die Pistole hältst. Wie ein volles Gewehr, dabei hat die schwebt zwischen deinen Händen, die Pistole. Ja, ja, das sieht lustig aus. Oh ja. Da ist deine Luft rum, ja. Da wünsche ich mir die explosiven Pfeile von gestern. Das wäre schön, so bumm und alle fliegen in die Luft. Juhu! Oh, die knäueln sich hier, guck dir das an. Ja. Das ist wie bei The War Z. Das ist immer so hochgestapelt da, die Krebs. Oh! Wie die rumrülpsen. Ah. Autsch, da kommt schon wieder ein Korb. Autschen. So, ne, warte mal, wo war denn das? Wo ist denn der? Ach, da. Unten. Ah. Leute. Das Schiffel, die ruckelt ein bisschen. Ui. Weit der ein angreift, der Typ. Oh, hast du das gesehen? Mhm. Ey, wie viel da mitgenommen hat der Typ? Ja, ja. Ja, ja. Das sind doch mehr, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es doch
Und jetzt zum Schuss. Folgt mir, folgt mir. Das ist mein Blutmond, wo man kein MG-Feuer hört. Sonst lassen wir mal. Übrigens haben die schon einen Block rausgeschlagen hier an der Ecke. Ja, ja, das kann sein. Aber wir haben ja. Ich glaube, die ersten hatten wir ja komplett aufgefüllt, ja? Oh, da drüben auch. Oh, ich bin gleich out of Heile. Madame ist tot. Jetzt habe ich noch ein bisschen Rotze habe ich noch ein bisschen. Und das war's. Was? Nix mehr? Nee. Da haben wir uns ja gut vorbereitet. Na gut, wir hatten ja auch nicht so viel Zeit eigentlich. Ja. Und auch nach Material. Für die Pistole habe ich auch noch ein paar Schuss. Das Problem ist, die Pistole ist kaputt. Ach so. Ich kann die nicht reparieren. Nicht mal repariert, ja. Fahren müssen. Oh, Reparaturstation hier oben drauf. Auch das hier jetzt eh hinfällig alles. Ja. Ah. Oh, zwei Fertigkeitspunkte. Verliere nicht den Kopf. Hat sich das ein bisschen eingebegelt, ne? Hoch. Ja, das Problem ist, ich hab keine Muni mehr. Also keine. Oh, was habe ich gerade gesagt? Ach Mist. Ob das Spiel zuhört, wirklich. Ich hab noch, was habe ich noch? Ah, 53 Pfeile. Schaufelmunition habe ich 157. Oh, die sind schon ziemlich weit drin, ja. Lochfraß. Ja. Motten. Zombie-Motten. Oder Motten-Zombies. Super.
fertig. Ich kann dir was abgeben. Ich habe noch 40 Pfeile. Gib mir mal, ja, Pfeile wäre ganz gut. Ich danke. Die haben da schon die ganze Ecke abgebaut, ne? Oh, wir haben noch etliches an Zeit übrig, du. Somit wird das Endspiel dann hier mit offiziell zu einer Extended-Folge an Dead Legacy. Ja. Oh! Oh Junge, was ist denn da hier oben? Hat mich ja fast erwischt, ey. Versuchen sich hier echt reinzugraben, ne? Ja. Ach, die ganzen Säcke da unten. Voll gespannt, was da alles drin sein wird. Mhm. Aber erstmal schön überleben und nicht das Verbinden vergessen. Sunshine macht mir Sorge mit einem fast nur noch halb gefüllten Lebensbalken. Ja, verbinde dich mal da. Ich habe eh gleich nichts mehr. Dann kann ich Kaffee trinken und mich verbinden und so. Oh. In dem Moment sind meine Pfeile ausgegangen. Jetzt habe ich nur noch Scharfschützenmunition. Ja, dann. Horrido. Laut nur ewig bis zum. Nachladen! Ich stehe jetzt hier her. Ich hock mich jetzt hier hin. Tada! So, da kann ich jetzt auch ein paar Bannen. Pass auf, wenn sie hier in der Mitte rauskommen, nach oben. Kuckuck. Überraschung. Ja. Tatsächlich ist der Turm so gebaut, dass das passieren könnte. Ja. Ihr dachtet wohl, wir kriegen euch nicht. Ich kann ja leider nicht. Man bräuchte was zum Pieksen eigentlich. Dann könnte man von oben runter pieksen. Pieks, pieks, pieks. Schaschig spießt. Kommt man ja nicht an die. Ja, und wenn der Harzer auch keine Munition mehr hat, dann bleibt nur noch Handarbeit. Ja. Handbetrieb. Kommen überhaupt noch welche? Ja, hier kommen immer noch fleißig welche angebaut. Da kommen noch jede Menge. Aber die haben hier echt, meinst du, wie viele Blöcke die hier schon abgetragen haben? Unfassbar. Nur am besten von der Ecke fernhalten, wenn die einstürzt, oder? Nee, die kann ich einstürzen. Das ist ja innen, ist ja komplett. Aber irgendwann, wenn die oberste Reihe zu viele Blöcke allein tragen hat, dann fällt die vielleicht runter. Ja. Irgendwann. Warte, muss wirklich, also die, muss nur die Ecke dann fällt irgendwann runter. Ja, dann komm raus aus der Ecke. Ja, ich gehe gleich raus. Erstmal noch rumspringen. Genau. Er geht gleich raus, aber nach unten hin raus, genau. Boing, boing, boing. Oh, das hat zwar auch was, das hängt von Gewicht ab. Das hatte ich doch mal bei Jason Storm bei unserem Server zusammen. Mhm. Da hat er so ein, was hast du da gemacht? Gewinnspiel. Was ist hier los? Was, wo? Ach, ein Hund. Ich dachte, du meinst hier alle gegen Jason, wo ich das Ding gebaut habe, oder was? Ja, genau. Hm. Und da bin ich auch. Da hast du was. Das ist eine Brücke an den Turm. Da bin ich drüber gelaufen. Das ist auf einmal eingestürzt. Kein Schaden dran gemacht, auch nichts dran gebaut. Einfach nur drüber gelaufen. Das war die FF, die fiese Falle. Ja, oh.
Und irgendwann zerfrisst die Säure die Gitter auch noch. Ah, stimmt. Das ist mir auch schon mal passiert, während ich drauf stand. War da plötzlich das Gitter weg. Ihr schafft das, ich glaube an euch. Ihr überlebt das. Wir haben es hier bald geschafft. Sunshine sieht aus, als ob es so abwesend ist. Ich bin da. Wie gut, dass das Gewehr so lange hält. Stimmt. Ich habe nicht dran gedacht. Mal andere Waffen. Es ist ein Kampf, Harzer gegen Statik. Das ist aber so viele, hätte ich nicht gedacht. Also ehrlich. Hm. Und. Das ist eine Standardeinstellung, ne? Ja, ja, aber trotzdem. Aber bis zu 16 Stück, ne? Müssen es sein. Hm? Insgesamt. Noch eine Dreiviertelstunde. Und ist zumindest die Horde erstmal vorbei. Das heißt nicht, dass wir dann Ruhe haben. Ne? Hey. Aber es kommt gleich nochmal 9 mehr nach. Da machen wir noch Reste weg. Hm. Aber am fiesesten sind ja die Hunde. Die sind so schnell. Ja, das stimmt. Zum Glück kommen sie nicht rauf. Zum Glück sind keine Geier da. Sag das nicht so laut. Ich wollte gerade sagen, nicht beschreien, sonst macht's gleich. Vielleicht ist der Turm nicht hoch genug. Eigentlich reicht der von der Höhe her. Theoretisch. Wobei, wenn die zu zweit oder dritt aufeinander stehen, dann kommen die auch schon fast bis oben ran. Ne? Mhm. Ja, hier, hat guck mal. Er guckt fast mit dem Kopf durch. Komm doch mal hoch. Komm. Ich spritzel dir eine drüber mit dem Stab. Auch nicht mehr, ne? Kommt nix. Nee, nix. Momentan kommt nichts mehr. Nach. Vielleicht sind so viele da drin. Ja, oh, ja. Ich bin mal gespannt, wie das nachher aussieht, wenn wir uns das angucken. Ja, das wird gut aussehen. Das wird dann nur noch, weißt du, auf einem Block stehen, weil da alles andere haben sie weggeklopft. Du brauchst es dann nur noch mit dem Finger anzutippen und dann stürzt er zusammen. Genau, das ist immer was Neues. Nicht in der Blutmondnacht durch Zombie bist gestorben, sondern nach dem Blutmond durch Einsturzsymptom. Ein Hund! Der Tod, der Hund. Undi. Schon wieder. Am Moped. Weil das, wo du letztens gedacht hast, wäre ein Airdrop. Ja. Was ist schlimmer, wenn der Hund einen Airdrop abwirft oder wenn der Airdrop Hunde abwirft? Ich glaube umgekehrt. Also, wenn der Hund abgeworfen wird, ja. Nachladen stand da hin, oder? Bob, der Meister. Ah, da kommen trotzdem noch welche. Guck mal da hinten. Da kommen immer noch welche gelaufen. Ne? Ich kann nichts mehr machen. Aua. Ja, man muss die mal hier nach hinten versuchen, ein bisschen nach hinten zu ziehen. Aber komm nicht hierher. Hallo. Ja. Da stehen noch zwei Spikes. Oh, die haben sich gebissen, die Krippels. Ah ja. Die rennen jetzt alle dahin, wo die hier schon das Riesloch reingeklopft haben. Mhm. Sie wittern ihre Möglichkeit, doch noch zu gewinnen. Na, gleich vorbei. Oh. Daneben. Wo laufen sie denn jetzt hin?
klopfen sie von dieser Seite. Komm hoch, noch ein Stückchen, die ist eine Minute. Oh, jetzt kommt schon wieder ein Hund. Hier ist ein Hundi. Oder war zumindest eben gerade, wo der jetzt hingelaufen ist. Stehen. Ah, der Hammer. Achtung, Achtung. Du stehst genau da, wo ich hin... Da hat sie was verloren. Aus ihrem Kopf. Aber kommen immer noch welche nach, ne? Zum Schluss. Oh, noch ein Block weg. Wenn sie weiter so graben, dann kommen sie noch an die cremige Füllung in der Mitte. Cremige Füllung. Ich kann ja auch nicht richtig zielen jetzt, wenn ich lachen muss. Meinst du denn, wie viele da unten noch sind? Doch locker noch mindestens 10, 15, hä? Ah! Bim, bim, bim. Euch rettende Melodie. Melodie. Schade, dass sie nicht einfach jetzt weggehen. Nee, die bleiben da, die bleiben da. Die müssen wir noch. Wir sind Helden, gekommen, um zu bleiben. Ja, genau. Ach, gut, was? Seite. Also, wenn keine Hunde mehr da sind, könnte man auch vielleicht. Per Hand. Ja. Aber wenn die noch da sind, die Krepels. Solange Hunde da sind, ist schlecht, das stimmt. Huch! Aber die Geräuschkulisse sinkt schon langsam. Na. So langsam, aber sicher. Ja, die wissen halt nicht, wo sie hinwollen, ne? Die rennen immer wild durch die Gegend. Da lustig aus. Guck mal, der springt wie so ein Frosch. Was ist mit dem nicht richtig? Froschen. Ja. Froschen? Ist das sowas wie Maulwurfen? Aber guck mal, hier oben ist schon kaputt. Hier oben geht langsam der Stein kaputt. Hier. Da. Oh ja. Wie viel Schuss hast du noch? Ich hab noch 36. Ja. Hat sich auch nicht verstanden. Hatte. Wir kommen hier übrigens gar nicht runter, ne? Nur durch über die Brüstung springen wahrscheinlich. Ja. Boah, das Teil wegnehmen, ist aus Holz, glaube ich. Normaler Holzrahmen. Nee, du kannst nicht, weil es kaputt ist. Ach so, ja. Ein Reparatur. Also, naja, das ist ja gut, oder mit der Axt kaputt schlagen, ne? Ja. Das kaputt schlagen. Kaputt. Unter meiner Axt habe ich eine Axt. Habe ich dich doch gekriegt.
vom Arsch geschossen. Oh, noch 23 Schüsse. Ja. Die Biker vor allem. Ja, ja, ja. Biker ist müde, Biker muss schlafen. Das war's, hä? Die Schwester noch? Jetzt macht man Hand weg. Obwohl, wie viel Schuss habe ich noch? Ja, 17. Wollen wir? Geronimo! Hallo, Leute! Jawohl. Meinen allerherzigsten Glückwunsch zum Überleben. Und ich glaube, es grenzt schon fast einem Wunder, nicht, dass ihr überlebt habt, sondern dass der Turm auch gehalten hat, weil das meinte ich mit Richtung cremige Füllung. Und ganz in der Mitte ist es dann nur noch Holz oben. Ja, ist Militärstoff drin und jede Menge, also Munition. Ja, Munition. Dann mal guten Loot, ob irgendwas Besonderes drin ist. Oh, Schutzanzughandschuhe. Und eine Schatzkarte, gleich im ersten Sack. Ja, aber Essen und Muni meist. Vielleicht finden wir ja einen gekochten Weißgolben. Und? Ja. Nee, leider nicht. Ich habe gefunden Vitamine, Rindfleisch, Blei, Thunfisch, bisschen Schrotzenmuni. 7,62. Jetzt habe ich wieder 9 mm. Ja. Was, in einem Sack waren 533 Schittungs? Ja. Ja. Hier bei mir waren 256 Papiergeld drin. Genau. Boah, die haben sich hier ordentlich durchgeprügelt. Ja. Wahnsinn. Aber es hat gehalten. Ja. Ja, ganz hervorragend. Ja. Können wir wieder heimdackeln, hä? Können wir, ja gut, nicht wir, sondern in dem Fall nur ihr, sprich Sunshine und Harte. Und ja, kommen wir mal dazu, warum das Ganze hier Endspiel heißt. Das hört sich ja so ein bisschen endgültig an, mag man ja gar nicht denken, wenn es eigentlich nur um einen Blutmond geht. Aber tatsächlich hat diese Folge ein bisschen was von Endgültigkeit, weil wir diese Serie hier wegen anhaltender technischer Schwierigkeiten, was mich betrifft. Wir wissen nicht genau, woran es liegt, aber ich kann nicht ordentlich mitspielen und deswegen endet diese Serie Seven Days to Die Undead Legacy an dieser Stelle. Schweren Herzens, ich denke noch zurück an die ersten Stunden, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, hoffentlich ist das bald vorbei. Da hast du gar keine Lust weiterzuspielen und jetzt gerade so in den letzten Stunden hat sich ein bisschen Wehmut auch breit gemacht, dass es nun zu Ende gehen soll. Aber glaubt mir, wir haben viel gegeben und viel probiert und da auch Stunden und Nachtschichten aufgewendet und viele Nerven. Und sind aber nun schweren Herzens an dem Punkt gekommen, wo wir dann gesagt haben, okay, der Blutmond, der soll es dann auf jeden Fall noch sein, auch wenn ich hier persönlich nicht mitspielen kann. Und da möchte ich mich für die ganze Serie und das ganze viele gute Miteinander, die lustigen Momente und die tollen Gespräche und alles, was damit zusammenhängt, einmal bedanken, dass ihr zugeschaut habt, liebe Zuschauer, aber allen voran natürlich Sunshine und dem Harzer, dass sie den Spaß hier nun insgesamt, wenn ich richtig gerechnet habe, auch 55 Folgen mitgemacht haben. Und ich möchte euch jetzt auch nicht zum Abschluss zu Tode quatschen. Und natürlich interessiert mich noch, was so eure Gedanken und vielleicht schönsten Momente, wenn ihr da welche habt, in Undead Legacy bisher gewesen sind, Sunshine und der Harzer. Ja, mir hat auch viel Spaß gemacht. Am Anfang dachte ich auch, Mensch, was erwartet uns da? Ist es denn so toll, wie es immer angepriesen wurde, die Mod? Aber ich fand sie wirklich so toll.
Und wir haben bei weitem noch nicht alles entdeckt. Wir sind eigentlich ziemlich noch am Anfang eigentlich gewesen. Ja. Ja, ein Auto haben wir leider nicht uns zulegen können, aber ein Fahrrad haben wir wenigstens. Ja, zumindest, gell? Wir sind mobil. Umweltfreundlich mobil sogar, gell? Und ich hatte eigentlich noch zwei Fahrräder in Aussicht gehabt. Die waren auch ziemlich in der Nähe. Hier ist eins im Westen, hier ist unsere Basis, hier sind wir. Und im Nordosten war noch mal eins. Also, wir hatten fast drei Fahrräder, sagen wir mal so. Ja. Ja, schade. Das stimmt, schade ist es. Also, das ist wirklich so, ne? Am Anfang hat man so gedacht, oh, und das ist schon ziemlich schwer und wer weiß. Aber wenn man so eine Weile spielt, dass es jetzt halt aus dem Grund dann aufhört, ist schon schade. Gerade, dass man auch nicht so einfach an die ganzen Sachen rankam. Ja. Das hat sich ja auch gerade so schön, so spannend gemacht, sag ich mal, ne? Ja, und auch die Neuerungen, die sie da so reingebracht haben. Auch das Menü, die ganze, das Inventar und so, die Funktion. Das finde ich auch richtig cool gemacht. Das stimmt. Also an den Standard 7 Days habe ich mich ein bisschen satt gesehen. Aber das hier, das hat mir wirklich wieder Lust gemacht auf 7 Days. Ja, naja gut, man hat die Alpha 20 ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Und von daher ne, war das eine willkommene Abwechslung. Und ich bin auch mal gespannt, wie die Alpha 21 wird. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Das stimmt. Das wird auf jeden Fall wieder ein großer Spaß, zumal wir ja mit mehreren Communities auf einem Server sein werden. Da ergeben sich bestimmt auch ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Was meint er? Bieten wir, während wir das Abschlussschwätzchen halten, unseren Zuschauern noch den Heimweg an? Sozusagen in der Extended Edition. Dann verabschieden wir uns dann erst, wenn wir wieder zu Hause sind. Da müssen wir ja sowieso noch irgendwie hin und nicht an dem halb abgerissenen Turm. Auch wenn das so ein bisschen zur Abrissstimmung, will ich nicht sagen, zur Endzeitstimmung im Endspiel irgendwie passen würde. Aber wir sind ja auch alle nicht aus der Welt und das wird mit Sicherheit auch nicht das letzte Spiel gewesen sein, was wir zusammen spielen. Wie gesagt, ich kann mich dem, was die beiden gesagt haben, bisher auch nur anschließen, dass es äußerst schade ist, dass wir hier so an der Stelle nicht weitermachen können. Aber man muss halt auch schauen, beziehungsweise ich muss auch schauen, irgendwann wird auch der wir haben wirklich viel versucht, der Aufwand auch einfach zu groß einfach. Und es hat immer wieder Probleme gegeben. Ich kann es auch gerne nochmal benennen. Ihr könnt es euch auch in den letzten Folgen nochmal angucken, dass plötzlich die Synchronisation nicht mehr gestimmt hat. Ich will jetzt auch nicht auf, dass ich durch die Welt gefallen bin, was auch immer. Wir haben wirklich viel, viel, viel ausprobiert. Das könnt ihr glauben. Und viel mehr kann ich dazu auch an der Stelle tatsächlich nicht sagen. Ja gut, das war hier so der Anfang des Unterbaus, der es ja noch hätte werden sollen. Teil Untergrund. Basis oben hätten wir sicher noch Pflanzkübel gebaut. Und viele Sachen hätten mich natürlich noch interessiert. Die Extraktoren, die Fahrzeuge, die Hubschrauber. Aber wenigstens habe ich dazu ein paar Specials noch gebracht, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Wo ich es mir zumindest mal angeguckt habe, dass man mal ein Gefühl dafür kriegen kann, was im Spiel noch möglich gewesen wäre. Weißt du, was mir auch extra noch interessiert? Was denn? Was passiert, wenn ich das hier mache? Okay. Nicht. Jawohl, zum Ende hier noch die ganze Basis zum Einsturz zu bringen. Nein. Wir wollen ja zumindest den Gedanken haben, dass da noch eine Basis wäre, wo wir wieder hin könnten, wenn wir wollten. Ja, also machen wir die natürlich zum Abschluss nicht kaputt. Nicht kaputt, auf gar keinen Fall. Genau. Nee, das wäre so, wenn es zusammengestürzt wäre, da hinten irgendwo hier. Ja, aber trotzdem. Gut, ihr zwei, habt ihr noch etwas zu sagen zum Schluss des Endspiels? Das ist irgendwie so eine Folge, ich habe so das Gefühl, das ist so, ich möchte gar nicht, dass die Folge jetzt aufhört irgendwie. Ja. Ich möchte gerne, dass die noch ganz lange weitergeht, aber das ist leider nicht möglich. Ja, ihr zwei, ihr habt die vorletzten, das drittletzte und vorletzte Wort. Ja, es war schön. Es war auf alle Fälle eine ganz andere Erfahrung, was 7 Days betrifft. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Jederzeit wieder, auf jeden Fall. Bin ich dann auf jeden Fall mit dabei. Also war oh, wirklich sehr schön gewesen. Ja, auch weiterzumachen und dass wir unsere Pläne hätten fortsetzen können. Ja. Ja, aber leider nur aufgrund der technischen Dinge ist das leider nicht mehr möglich. Mhm. Ja. Ja, ich würde sagen, den Hühnern überlassen wir eines der letzten Worte. Wir sagen das Gleiche. Genau. In Ordnung. Gut, ihr beiden, Sunshine, Harzer, euch beiden von Herzen vielen Dank, aber auch natürlich von Herzen vielen Dank den Zuschauern und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.